Hallihallo, hallöli, willkommen zu einem neuen Part Animal Crossing. Let's go to the city. Wir haben heute den 12. Juli 2013. Es ist 19:06 Uhr, vielleicht auch etwas später, weil ich gerade erst noch den Aufnahmeknopf drücken musste. Hey, warte mal, wer bist du? Immer noch Tita. Richtig, ich wusste es. Das passt zu dir. Könnte nicht besser passen. Wäre witzig gewesen, wenn jemand so getan hätte, als wärst er du. Ein mächtiger Tita. Bla 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 und... Jetzt geht's ab in unsere Stadt, Kosamisu. Wir sind Stadtler. Viel Spaß in Kosamisu. Ich bin gespannt, was mit meinen Bäumchen ist. Oh, es regnet. Und meine Rosen. Wo ist meine Gießkanne? Es donnert auch noch. Moment, ich muss erst meine Gießkanne... Irgendwo habe ich die gelassen. Ohne Gießkanne gehe ich nicht aus dem Haus. So, also... Wieso habe ich denn das Zeug noch im Inventar? Da ist meine Gießkanne. Dann wäre ich gerade eben noch... Ich habe das gestern gar nicht mehr aufgeräumt. Hä? Ablegen. Ablegen. Sehr schön. So. Und so. Habe ich jetzt... Ach, ist egal. Jetzt geht's an die Wurst. Beziehungsweise in den neuen Tom Nook verbesserten Laden. Ihr seht ihn schon im Hintergrund. Aber vorher, auch wenn es regnet, scheiß Blumen gießen. Ich finde das hier so blöd gemacht. Wie soll man das bitte schön steuern? Man sieht gar nicht, habe ich sie jetzt getroffen oder nicht. Auf jeden Fall gießen, gießen, gießen. Und ich weiß nicht, vielleicht gehen die Bäume hier auch besser, wenn man sie auch gießt. Auf jeden Fall können wir noch ein paar Birnen pflanzen. Wieso gewittert ist? Es ist Sommer. Ich will im Sommer keine Gewitter. Immer Regen, Regen, Regen. Nee, 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 das geht so nicht weiter. So, mal gucken. Da hinten ist immer noch meine Stelle für meine nächste Goldschaufel. Und die werde ich dann irgendwie ins Auktionshaus tun, denke ich mal. So, dann gehe ich doch mal in Tom Nook. Super Nook. In Super Nook. Mal gucken. Willkommen! Heute feiern wir Eröffnung des brandneuen Super Nook. Oh, jetzt gibt es auch mehr Blümchen. Unschuldsrose. Ja, damit. Oh, guck mal, da hinten sehe ich schon eine Axt. Ein Obststuhl und ein... ist das... entweder ist das Azur oder... Nee, Smaragd. Smaragd, genau. Smaragd ist grün und Azur ist blau. So, und dann kann man sich hier auch Farben fürs Dach kaufen. Da wird, glaube ich, jeden Tag was anderes. Halt, Moment. Habe ich sowas schon? Augenblick. Nee, habe ich nicht. Cool. Hier, die Schleuder mein. Her damit! Jetzt können wir endlich auch die Ballons runterschießen. Ja, ich weiß, wie die funktioniert. Du brauchst es mir nicht erklären. So. Axt. Ich habe zwar eine, aber die gehen ja auch kaputt. Nehme ich. Ja, damit. Ja, ich weiß, wie eine Axt funktioniert. Das musst du mir nicht erklären. So. Und dann kaufe ich hier noch das Bäumchen. So, dann würde ich sagen, werde ich erstmal ein paar von diesen unnützen Bäumen, die wir nicht brauchen, wegrotzen und dafür werde ich dann, war das jetzt ein Kirschbaum? Ne, warte mal, den habe ich gepflanzt, hier zwischen der ist eingegangen. Wo ist die Axt?
Ich will die Axt. So. Du kannst weg. Du kannst weg. Huch, da habe ich daneben gehauen. So. Dann die Wurzeln raus. Wobei, warte mal, die Stelle war ja schon ganz gut. So. Dann hier. Da. Nee, da nicht. So. Dumm-di-dumm. Muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. Ich will das hier ordentlich haben. Hier gibt es keine unnützen, gepflanzten Stellen. So. Dann kommt der weg. Ordnung muss sein. So. Ich stelle das auch ganz ordentlich. Jetzt muss ich was gucken. Na gut, den lasse ich dann mal dazwischen. Hallo, ich wollte da den Baumstumpf weg haben. So. Dann schütteln wir mit dem Bäumchen. Augenblick mal, du hast zu viel. Was soll ich damit tun? Liegen lassen. Okay, dann pflanze ich erstmal noch. Pflanzen. Pflanzen. Ach, zwei Unschuldsrosen? Komisch. Normalerweise hat man immer unterschiedliche Blümchen. So, jetzt. Ausrüsten. Vergraben. Jetzt der nächste Baum. So vermehrt man sich. Hehe. So, dann erstmal wieder ein bisschen was loswerden. Hier habe ich noch Platz. So, die Axt lege ich erstmal noch mal weg. Und ach Mensch, ich habe ja gar nicht das Zeug verkauft, was ich im Inventar habe. Das Fossil, das habe ich schon. Also das wollte der im Museum nicht haben. Deswegen habe ich das zum Verkauf dabei. Bringt viele Sternis. Verkaufen. Das, das, das. Und das. Oh, das nenne ich doch mal was Ordentliches. So, morgen ist Samstag, da werde ich wahrscheinlich erst so ab 20 Uhr aufnehmen, weil ich gelesen habe, dass KK immer samstags nach 20 Uhr im Museum seine Vorstellung hat. Hoffentlich habe ich Platz. Nee, habe ich natürlich nicht. Da habe ich gestern vergessen. Wer Lust hat, es zu lesen, der möge bitte auf Stopp drücken. Ich muss die jetzt bloß lesen, weil ich die sonst nicht wegwerfen kann.
Oh mein Gott, ja, lesen. Ich meine, ihr wisst ja, ich kann lesen. Ich habe euch schon mal welche vorgelesen. Aber mir geht es im Prinzip eigentlich nur um die materiellen Sachen, die ich geschickt bekomme. Im Spiel, ja. Also im realen Leben sind mir Briefe und Nachrichten mehr wert als alles andere. Ich freue mich nämlich über jedes Kommentar. Und wenn es was Sinnvolles ist, dann antworte ich darauf sogar. Geschenke im Briefkasten sind immer toll. Was ich immer mit deinem Geschenk, bla bla bla, Manfred. Toro. Ich habe einen Brief gekriegt, habe noch nicht darauf gehört. Jetzt lese ich ihn nochmal. So, und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Hoffentlich eine Frucht. Nein. Aloha Outfit. Okay, das probiere ich mal an. Oh, ein blaues. Das sieht ein wenig so aus wie das aus New Leaf, aber halt nur so ein bisschen. Tragen. So. Habe ich hier die ganzen Löcher gegraben. Dabei kann ich die jetzt gar nicht bepflanzen, weil ich noch gar keine Früchte weiter habe. Okay. Das kommt schon mal vor. Außerdem muss ich noch einen Flecken finden, wo ich den Baum pflanze. Steck mal so einfach mal hier so. So, was sagt die Uhr? 12 Minuten, okay. Ah, Unkraut! Ich mag kein Unkraut in meiner Stadt. Das war sonst Marakkäfer, die sind ziemlich wertlos. Ich würde noch gerne irgendwelche Fossilien ausgraben können. Das Marakkäfer, weg mit dir. Fossilien, Fossilien, wo seid ihr? Wo versteckt ihr euch? Ja, und wenn ich das hier aufnehme, habe ich noch nicht mal einen ersten Part hochgeladen. Ich hoffe trotzdem, dass das Projekt gut ankommt. Wenn nicht, dann werde ich es wahrscheinlich einstellen. Und wenn doch, na dann freue ich mich. So, heute ist ja Freitag, der 12. So, Recyclingtonne. Mal gucken. Hey, ein Gyroid! Wie schön! Ich würde sagen, ein bisschen was können wir vom Kredit doch zurückzahlen. Ja, unsere Schulden. Ich habe schon ein bisschen was bezahlt, aber es wird und wird nicht weniger. Im Gegenteil, je größer die Zimmer werden oder je mehr dazu kommt, umso höher werden die Schulden und deswegen ist es auch enorm wichtig, dass wir ganz viele verschiedene Früchte in unserer Stadt anbauen. So, da fällt mir ein, ich kann ja auch mal gucken, was meine Kokosnüsse machen, ob die auch ordentlich zugelegt haben. Ja, die sind jetzt so groß wie ich. Dann, hey, da müsste die andere Kokosnuss ja auch mal erwachsen geworden sein. Sofern man das so bezeichnen kann. Hier hinten, hier hinten, hier hinten, hier hinten. Wo ist sie? Da! Kokosnüsse! Die ersten Kokosnüsse kriegen wir. So. Ich würde sagen, ich verkaufe die Dinger auch gleich mal, um euch zu zeigen, wie viel man für die Kokosnüsse bekommt. Ah, ich sehe da einen Käfer. Der bringt bestimmt ein bisschen Asche. So. Hab dich. Yippie, yeah, yeah! Ein Hirschkäfer! So, wir haben hier ganz viele Kirschen, die wir nicht super teuer verkaufen können. Oh, da ist noch ein Käfer. Ein Käfer, ein Käfer. Ich hab dich! Ja, ich hab einen Nashornkäfer gefangen.
Ja, es gibt weitaus wertvollere Käfer. Vorsicht. Den will ich auch noch. Ah, scheiße. Na gut. Dann nehme ich den halt, auch wenn er nicht viel wert ist. Wenn er mal so viel wert wäre wie sein Name. Wie ein Smaragd oder so. Aber nee, sowas kriegt man hier nicht hinterhergeworfen. Geld, Sternis muss man hier hart erarbeiten. Und das mit dem Inventar, wo man nicht mal stacken kann. Oh. Ja, das kann man ja Spiel schon irgendwie ein bisschen verderben, wenn man vorankommen will. So, dann gehen wir zu Supernock und gucken mal, was der da uns für gibt. Für die paar Käferchen und... Ah ja, die Kokosnüsse. Ich zeige euch erstmal, was ihr für die zwei Kokosnüsse bekommt. Was willst du denn verkaufen? Hier, die zwei. So, ihr kriegt 500 für eine Kokosnuss. Für zwei kriegt ihr 1000. So. Und jetzt hier die ganzen anderen Kram hier. Schade, dass es hier keine Glückskekse gibt, wie in dem New Leaf Projekt. Das fand ich immer total toll. Punktesystem. Mitglied Tita, wähle bitte aus. Besucherpunkte, Gesamtpunkte, Punkte eintauschen. Gesamtpunkte. Tita, dein aktueller Punktestand ist Rang 159, also Rang 159 Punkte, Gesamt 159 Punkte. Dein aktueller Mitgliedstatus, Mitglied. Um die nächste Stufe zu erreichen, benötigst du noch 141 Punkte. Kann ich noch etwas für dich tun? Besucherpunkte, Tita, 12. Juli. Du hast 3 Punkte für einen Besuch im Laden bekommen. Aha. Also, ich weiß nicht, ich glaube, pro Tag kann man bloß 3 Besucherpunkte bekommen. Also, dass man da war. Einmal. Für mehrfaches Besuchen glaube ich nicht, dass man da Punkte kriegt. Es sei denn, man bekommt jetzt für jedes Mal einen Punkt. Ich weiß nicht, war ich jetzt schon 2 oder 3-mal drin? Hey! Violetta! Hallo! Tita, geht's dir gut? Schnauf? Ob Regen oder Sonnenschein, du bist immer dieselbe fröhliche Tita. Davon sollte ich mir wohl eine Scheibe abschneiden. All diese Ereignisse können einen auf Dauer schon strapazieren, oder? Aber ohne sie wäre es doch zu langweilig. In gewisser Weise sind es die normalen Tage, die das Fest so viel strahlender machen, nicht wahr, Schnauf? Okay, dazu sage ich nur... Okay, ja, ich sehe schon, der Part ist schon wieder lang geworden. 18 Minuten haben wir schon rum. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn... Wer weiß, was passiert? Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Also, bis zum nächsten Mal, eure Tita Kenshi. Tschüss!